Sersen, hier ist der Tommy von der Musikboutik. In einem der letzten Sonntagsschaff-Videos habe ich euch gezeigt, wie ihr die EMG Butler Geezer Bass-Pickups einbaut. Und da habe ich euch auch versprochen, dass wir da ein kleines Vergleichsvideo machen, wie die alten Pickups vom Ibanez Roadster 2 im Vergleich zu den EMG Pickups klingen. Ich habe das jetzt nicht gefilmt, wie ich es spiele, sondern ich blende euch quasi immer das Bild mit den entsprechenden Pickups ein und umkreise euch, welcher Pickup gerade aktiv ist. Den Tone Potty habe ich immer offen gelassen. Mir ging es jetzt einfach nur mal darum zu zeigen, wie klingt der Hals-Pickup original im Vergleich zum EMG, wie klingt der Steg-Pickup, wie klingen beide zusammen. Wie das dann sich auswirkt, wenn der Ton weg ist, kann man sich ja vorstellen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr konntet da ein bisschen was an Infos rausnehmen. Wenn euch die Pickups interessieren, wie gesagt, schaut euch das Video an, wie die installiert werden. Also das ist wirklich super easy. Ihr braucht keinen Lötkolben, braucht kein Werkzeug außer 11er und 13er Nuss. Und aber das hat man ja eh rumliegen. Notfalls könnte man das auch mit den Fingern machen. Freue mich, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Abonniert gern den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da oder auch nicht, ist mir eigentlich auch wurscht. Ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sersen!